So, wir haben da schon mal zwei vorbereitet. Und an diesen beiden prächtigen Exemplaren werde ich Ihnen zeigen, wie Sie ihn auch zu Hause entsprechend einfach zubereiten können. Der Hummer hat Scheren, die man verzehren kann, und der Schwanz. Die Beinchen sind relativ uninteressant, obwohl man sie trotz alledem noch ein bisschen ausbrühen kann. Dafür gibt es so einen kleinen Löffel mit Zange vorne dran und da kann man die Scherchen dann auspulen. Den Hummerschwanz ganz leicht nach links und nach rechts drehen und auslösen. Die Scheren knacken wir hier weg. Und aus dem Hummer abfällen machen wir anschließend eine Soße. Entfernen wir den Gummi. Der Gummi ist ganz wichtig bei den lebenden Hummern, weil die Hummer ansonsten sich gegenseitig verletzen könnten, denn die haben die Neigung zum Kannibalismus und würden sich dann selbst auffressen. Wer den Hummer selber nicht töten möchte, für den hat der Handel auch tiefgekühlte Hummerföhren vorbereitet, welche Sie auch in sehr guter Qualität kaufen können. Und entsprechend brauchen Sie dann diesen etwas doch schwierigen Vorgang zu Hause nicht erledigen, sondern Sie können dann quasi den Tiefkühlhummer sich zu Hause dann auch entsprechend genau der gleichen Reihenfolge abkochen. Beim Öffnen ist es immer sinnvoll, wenn Sie sich Handschuhe anziehen, da schon eine gewisse Verletzungsgefahr entstehen kann. Im Restaurant wäre dann für den Fall auch die Hummerzange da. Also es gibt da wirklich viel rauszuholen. Sehen Sie, dass es schön gegart ist, weil der schön saftig ist. Nicht so trocken. Den Hummerschwanz werden wir in der Mitte halbieren. So. Hier ein bisschen Korall drin. Hummereier kann man mitessen. Sehr, sehr lecker. Dann lösen wir den Schwanz hier ein bisschen raus. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.